Fast jedes Land der Welt hat einen Nationalfeiertag, der einen besonderen historischen oder kulturellen Anlass feiert. In meinem heutigen Video zeige ich euch die Geschichten dahinter, alles wie immer am Zeitstrahl. Und wir starten im eigenen Land. Über 40 Jahre, von 1949 bis 1990, war Deutschland geteilt. Am 3. Oktober 1990 wurden die beiden Länder dann offiziell wiedervereinigt. Eigentlich hätte sich der Tag des Mauerfalls, der 9. November 1989, hervorragend als Nationalfeiertag geeignet. Der 9. November war allerdings auch gerade der Tag der Reichskristallnacht 1938. Deshalb empfand man diesen Tag als eher ungeeignet. Einen interaktiven Zeitstrahl zur deutschen Wiedervereinigung findet ihr in der Beschreibung. Lasst uns als nächstes auf unsere direkten Nachbarländer schauen, beginnen wir mit Polen. Das Land hat gleich zwei Nationalfeiertage. Der erste ist der Tag der Verfassung und wird am 3. Mai gefeiert. 1791 bekam das Land seine erste Verfassung und diese ist damit die älteste moderne Verfassung von Europa und die zweitälteste nach der USA überhaupt. Falls ihr das Video über die Französische Revolution gesehen habt, dann erinnert ihr euch vielleicht an die erste französische Verfassung. Die gab es zwar im gleichen Jahr, aber erst im September. Der zweite Nationalfeiertag in Polen ist der 11. November. Während wir die fünfte Jahreszeit einleiten, feiert Polen an diesem Tag die Wiederherstellung der Unabhängigkeit nach seiner Teilung 1918. 123 Jahre war Polen durch Preußen, die Habsburger Monarchie und das russische Zarenreich geteilt. Die Unabhängigkeit von einem anderen Staat feiern auch viele andere Länder. So auch Tschechien, dessen Nationalfeiertag am 28. Oktober die Proklamation der Unabhängigkeit der Tschechoslowakei von Österreich-Ungarn 1918 feiert. Österreich entschied sich nach der NS-Zeit und den Jahren des Wiederaufbaus eine neutrale Position einzunehmen und keine militärischen Bündnisse einzugehen. Die Verabschiedung des Neutralitätsgesetzes 1955 wird jährlich am 26. Oktober gefeiert. Die Ursprünge des Nationalfeiertags der Schweiz reichen sehr weit zurück. 1291 schlossen sich die drei Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden zu einem Bund zusammen, um ihre Freiheit und Unabhängigkeit gegenüber den Habsburgern zu verteidigen. Dieser Bund, der als die Gründung der Schweiz angesehen wird, wurde später als Rüttli-Schwur bekannt und ist ein wichtiger Teil der schweizerischen Geschichtsschreibung. Im Laufe der Jahre schlossen sich weitere Kantone dem Bündnis an und die Schweiz entwickelte sich zu einem souveränen Staat. Am 1. August 1891 wurde der Tag als Bundesfeier gefeiert und wurde 1994 zum offiziellen Nationalfeiertag erklärt. Dabei muss man aber dazu sagen, dass lediglich der Monat, nicht aber der genaue Tag des Rüttli-Schwurs belegt sind. Frankreich feiert sich selbst am 14. Juli, dem Tag, an dem im Jahr 1789 der Sturm auf die Bastille stattfand und damit symbolisch die Französische Revolution begann. Wenn ihr euch näher für die Französische Revolution interessiert, dann findet ihr oben in der Infobox ein Video dazu. In der Beschreibung verlinke ich euch auch noch einen interaktiven Zeitstrahl mit fast 100 Ereignissen zu diesem Thema. Es lohnt sich auf jeden Fall, das genauer anzuschauen. Falls euch das Video bisher gefallen hat, dann gebt mir doch einen Like, abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das bislang noch nicht getan habt. Und damit geht es auch schon weiter mit unseren Nachbarländern. Die Feier des Geburtstags von Großherzogin Charlotte bildet den Ursprung des Luxemburger Nationalfeiertags. Der 23. Juni war dabei gar nicht ihr Geburtstag, sondern eben nur der Tag, an dem ihr Geburtstag gefeiert wurde. Heute hat der Tag allerdings keinen Bezug mehr zur Monarchie. Ein Mann aus der Mitte Deutschlands bringt den Belgiern ihren besonderen Tag. Am 21. Juli 1831 legte der Coburger Leopold I., Prinz von Sachsen-Coburg-Gotha, als erster belgischer König infolge der Unabhängigkeit von den Niederlanden seinen Eid ab. Das Nachbarland, die Niederlande, proklamierten am 17. August 1945 ihre Unabhängigkeit von der Besatzungsmacht Japan und bestimmten diesen Tag als ihren einzigartigen Tag. Das nördlichste unserer Länder, Dänemark, hat gar keinen offiziellen Nationalfeiertag. Dafür gibt es aber den Grundlovsdag, der die Unterzeichnung des Grundgesetzes von Dänemark am 5. Juni 1849 würdigt. Das waren jetzt unsere direkten Nachbarländer und wir kommen nochmals auf Frankreich zurück. Viele Länder der Welt feiern nämlich an ihrem Nationalfeiertag ihre Unabhängigkeit von der Grande Nation. Benin, Djibouti, die Elfenbeinküste, Gabun, Guinea, Haiti, Kambodscha, die Komoren, die Republik Kongo, Libanon, Madagaskar, Mali, Mauretanien, Senegal, Syrien, Togo, der Tschad, Tunesien, Vanuatu und der Vietnam.
Auch die Kolonialmacht Spanien gibt vielen Ländern einen Grund zum Feiern. Die Unabhängigkeit von Spanien feiern. Äquatorialguinea, Argentinien, Bolivien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, die Philippinen, Venezuela und Westsahara. Spanien selbst nimmt den Tag, an dem der Seefahrer Christoph Kolumbus die neue Welt entdeckte, als seinen Feiertag. Der 12. Oktober erinnert an die Einheit sowie die Ausbreitung der spanischen Kultur und Sprache über Europa hinaus. Kommen wir jetzt aber zum größten Kolonialherren aller Zeiten. Das britische Empire umfasste einst ein Fünftel der Erde und ein Viertel der Weltbevölkerung. Entsprechend lang ist die Liste der Länder, die den Tag feiern, an dem sie vom Inselstaat unabhängig wurden. Afghanistan, Antigua und Barbuda, die Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Dominica, Eswatini, bis 2018 besser bekannt als Swasiland, Fidschi, Gambia, Ghana, Grenada, Indien, Israel, das feiert die Proklamation der Unabhängigkeit vom britischen Mandat, Jamaika, Jordanien, Kanada, hier ist es die Autonomie, nicht die Unabhängigkeit, Kenia, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malaysia, die Malediven, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Solomonen, Sambia, die Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, der Sudan, Tonga, Trinidad und Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Vereinigten Staaten von Amerika und Zypern. Das Vereinigte Königreich selbst hat keinen offiziellen Nationalfeiertag. Die Briten feiern aber jährlich die Geburt ihres aktuellen Monarchen. Aktuell ist das König Charles III., der am 14. November 1948 geboren wurde. Wir sehen, in Deutschland, wo wir eine Vereinigung feiern, da sind wir die große Ausnahme. Die Rumänen könnte man noch erwähnen, die feiern die Vereinigung von Siebenbürgen mit Rumänien am 1. Dezember 1919. Die meisten anderen Länder aber zelebrieren an ihren offiziellen Feiertagen die Unabhängigkeit von ehemaligen Kolonialmächten. Es gibt noch weitere interessante Fakten über Nationalfeiertage, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Einen schönen Tag zum Mitfeiern belegt zum Beispiel Irland. Es ist der St. Patrick's Day am 17. März. Laut einer Legende soll der heilige Patrick das Christentum auf die grüne Insel gebracht haben. Sein Todestag war der 17. März, das Jahr ist aber nicht genau bekannt. Entweder war es 461 oder 493. Portugal feiert seinen Nationalfeiertag recht ungewöhnlich aus einem nicht politischen Grund. Der Dichter Luís Vaz de Camões starb am 10. Juni 1579 oder 1580 und das sollte der jährliche Feiertag der Portugiesen werden. Im kleinsten Staat der Welt ändert sich der Nationalfeiertag immer mal wieder, nämlich immer dann, wenn ein neuer Papst gewählt wird. Jorge Mario Bergoglio wurde als Papst Franziskus am 13. März 2013 ins Amt gewählt, deshalb ist seither an diesem Tag ein Feiertag im Vatikan. San Marino hat einen sehr alten Nationalfeiertag, der auf die legendäre Gründung durch den Emeriten Marinus im Jahr 301 nach Christus zurückgeht. Aber den ältesten offiziellen Nationalfeiertag überhaupt, den begeht Japan. Am 11. Februar feiert die Nation die mythische Staatsgründung durch die Thronbesteigung von Kaiser Jimmu im Jahr 660 vor Christus. Von den Ländern, die gleich mehrere Nationalfeiertage haben, liegt Indien ganz weit vorne. Neben unzähligen weiteren Feiertagen feiert Indien die bereits schon erwähnte Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich, das Inkrafttreten der Verfassung und den Geburtstag Mahatma Gandhis. Das waren jetzt schon ganz schön viele Länder, natürlich bei weitem nicht alle, die es auf der Erde gibt, aber wir konnten sehen, dass der hauptsächliche Grund für diese Feiertage die Unabhängigkeit von einem anderen Staat ist oder der Geburtstag eines Monarchen. Bleibt die Frage, warum eigentlich ein Nationalfeiertag, wozu ist das gut? Ein solcher Tag soll das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger stärken. Staaten bestehen ja aus unterschiedlichsten Menschen, die in verschiedensten Regionen leben und die unterschiedlichste Gebräuche und Denkweisen haben. Deshalb gibt es diesen einen oder manchmal auch mehrere Tage im Jahr, an dem alle auf das Gleiche stolz sein dürfen. Ich hoffe, das Video war interessant für euch und ich sehe euch auch nächstes Mal, wenn es dann wieder heißt Histamania – Geschichte am Zeitstrahl.